Ja, hallo, willkommen, mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Crash Bandicoot 3. Warp! Die wahrscheinlich letzte Folge. Bams, Bucklight, letzter Edelstein, letzte Level. Ah. Mal gucken, ob das klappt in einem Part. Also, als wir das machen und dann nochmal gegen Cortex kämpfen und dann irgendwie das Secret Ending bekommen und was weiß ich. Mich mal interessieren, wie das aussieht. Weil ich habe es ja auch noch nie zu 100% durchgespielt, deswegen weiß ich selber nicht, was danach kommt. Aber ich lasse mich gerne überraschen. So, wir sind glaube ich schon mal daran vorbeigelaufen. Eine Plattform und nee. Und ja. Ja, ein bisschen blöd, dass man mit L1 nicht irgendwie rutschen kann. Das wird es irgendwie gemütlicher machen. Weil man muss mit R2 rennen und dann... ja. Mit R1 rutschen. Also beides auf den gleichen Schulterdingern. Das ist ein bisschen, ja, sehr doof. So, ich hätte gerne da hinten den Checkpoint. Und das hier auch, wenn es das jetzt überhaupt nicht bringt. Alter, geht sofort runter. Er hat keinen Bock auf sowas. Das kommt wahrscheinlich so ein Horror, ne? Da ich irgendwie alles schaffen muss. Ich überlege gerade, ich habe erst den Checkpoint. Ich habe erst den Checkpoint und dann die Akkordmasken geholt, ne? Also ich kann die jederzeit wiederholen. Weg. So, boah. War schon wieder unnötig. Oh, die machen die nicht kaputt, okay. Was du denn? Ich hab das hier. Ich glaube, er hat nicht so schwer wird wie im zweiten Teil, weil das letzte Level die Herausforderung, aber wir sind ja schon fast durch hier. Der Kinderpopo, ja. War ein bisschen knapp, aber egal. Nein! Verdammter Dreck! Fast. Aber das war ja ein Kinderkram. Ich weiß schon, dass die ersten Dinger im zweiten Teil voll schwer waren. Und das ist ja voll einfach. Wow. Hua! Mich kriegt er nicht. Ja, schon zum Grünen. Geil. Die Herausforderung liegt hier wahrscheinlich mehr so dabei, erst die Dinger zu sammeln, aber selbst das war nicht so schwer. Was mache ich hier? Ich kann aber schon jetzt sagen, das Spiel viel einfacher ist als der zweite Teil. Nee, zu weit. Was zum Teufel? Warum bin ich überhaupt so? Ich will alles in einem Part kriegen wahrscheinlich. Jetzt der Kampf ist ja auch kein Problem, außer er wird irgendwie stärker. Wäre irgendwie voll geil. Wenn er jetzt irgendwie Sachen macht, die er vorher nicht gemacht hat im Kampf. Das wäre doch mal eine geile Idee. Damit man die Bosskämpfe nochmal neu machen müsste. Weißt du, ein paar mehr Leben balken oder irgendwie sowas. Boah, ich tue mich gerade so schämen, ne? Das gibt's doch einfach nicht. Jetzt schon längst ja durchkommen können. Ich hab das Gefühl, aber nein. Oh mein Gott. Das ist jetzt gut. Nein, boah, was ist denn los? Nicht okay. Dann gehe ich einfach weiter. Oh Mann. So, jetzt ganz langsam und vorsichtig. Wir warten noch mal. So. Hier muss ich ein bisschen Gas geben. Ist ein bisschen nach unten gegangen. Oh, schon wieder. Ma. Das ist einfach ein Dreck. Ich glaube, wir werden doch noch ein Part danach dran denken können. Da sind ja erst 5 Minuten drin. Könnte noch geschafft werden hier. So, das hier ist kein Problem.
Was? Boah. So, ganz locker easy. Bin ja gut, dass kein futuristisches Zeug hier ist. Jetzt irgendwie noch schwer gemacht, aber da hat mein Auge zwar schon wieder ein bisschen nach oben gesprungen. Bin ich doch gar nicht. So, langsam und vorsichtig. So, diesmal nicht in den Kack hier rein. Was zum? Warum geht er immer nach oben? Oh, was ist denn das? Geil. Boah, ist ein Dreck. Ich meine, Level bringt mich irgendwie um. Ich bringe mich hier selber um. Was ist denn das? Oh. Ey, ich werde immer da getroffen. Was ist denn das? Und sonst auch immer da durchgekommen. So. Jetzt sollte ich ein bisschen gemächlicher rangehen, aber nö. Ich hoffe, danach ist ja auch direkt das Ziel. So, jetzt nicht nach oben. Am besten nicht rennen. Rennen brauche ich eigentlich gar nicht. Ich brauche mich ja gar nicht so beeilen. Wahrscheinlich muss man voll einen Übersprung da hinten hin machen. Was? Ey. Die Dinger sind doch schon rausgefahren. Wie konnten die mich denn dann noch treffen? Oh, ich dachte, ich wäre jetzt sicher, wenn ich da vorbeilaufen soll. Jetzt nicht von dem letzten Ding hier treffen lassen, verdammt. So. So. Meine Güte. Ist jetzt gut. Aber ist der Kack noch nicht mal so schwierig? Ist echt nicht schwierig, ganz ehrlich. Ich mache nur irgendwie so beschissen schwer. Kommen noch zwei Sachen dahinter, glaube ich. Ja, noch zwei Edelsteine. Ja, schon wieder nach. Warum läuft der die ganze Zeit nach oben? So. Okay, weiter geht's. Meine Güte, wer es kommt noch mal so weit. Jetzt packt er mich wahrscheinlich wieder da vorne hin. Ich kann das noch mal machen. So, hi, du mich auch. Hier, komm her. Zack. Es wäre noch so ein Rutschteil. Na, ich habe keinen Bock zu verrecken. Also, ja, durch sichere Entfernung erledigen. Wenn das die ganze Etappe ist, ist das ganz schön lächerlich. Wow, das war sehr dämlich. Was passiert eigentlich, wenn man die... Oh, geil, ist das schon ein Datei. Was passiert eigentlich, wenn man die Relikt-Challenge annimmt und dann hier den Weg geht? Und dann in, weiß ich nicht, eine Minute oder so hier durch ist, hat man dann aber den Rekord geknackt? Das wäre doch mal geil. Das ist übrigens der einzige Ort, wo ich ein Platin-Relikt bekommen habe. Ich habe keine Ahnung, wieso... Oh, ich kann nur gegen ihn kämpfen, anscheinend. Da machen wir das doch mal. Was ist Neocortex? Schon wieder. Der letzte Kampf steht bevor. Allen Edelsteinen und Relikten. Ja, das stimmt. Der Bandicoot hat mir alle Kristalle und Edelsteine gebracht. Die und Relikte. Ist mein. Die Welt, wie wir sie kennen, geht unter. Ist der Kampf jetzt anders? Nö. Okay. Schade, das raus. Hier, komm. Ich kann meine Bazooka nicht rausholen. Sehr schön. Kann ich eigentlich runterfallen? Ich glaube nicht, ne? Na, komm mal her. Dafür darf ich gar nicht berühren, ne? Soll man schon sagen. Ja, ich hau dich. Ich könnte eigentlich so in die Ecke prügeln die ganze Zeit. Ah, haben die schon gut gemacht, dass man Akku hier nicht bekommen kann, ne? Selbst wenn man den noch hatte. Weil er kämpft da hier gerade. Ja, ich geh mal hier hin. Nein, Quatsch. So, dann nach links. Jetzt gehen sie wieder in die Mitte, nach unten und dann nach rechts. Jetzt gehen sie in die Mitte, nach unten und dann nach links. Komm, ich verprügel dich.
Und jetzt folge ich dir. Nein. Jetzt kann ich einfach so da reingehen. Das war auch geil. So, jetzt kommt die Explosion. Bams. Wie Cortex irgendwie aussieht, als hätte er gar keinen Bock. Oh, ich muss schon wieder gegen den kämpfen. Oh ne. Oh. Oh, der macht mich schon wieder plant, durchkreuzt meine Pläne. So, komm mal her. Kämpfen sogar noch weiter. Leck mich. Und tschüss. Ich hab gesagt, tschüss, Cortex. Und das war schon wieder mit ihm. So, jetzt bin ich gespannt, was passiert. Nein, das kann nicht sein. Wieder in der Zeit gefangen. Oh! Okay. Ich glaube, so, es fehlen noch die Relikte. Die Zeitmaschine hat das nicht verkraftet. Wir hatten Glück, dass wir fliehen konnten. Was? Gib mir die Maske, damit werde ich die Welt beherrschen. Komm schon. Okay. Schwer zu sagen, was aus unseren Feinden wurde. Aber wir durften sie wohl lange Zeit nicht mehr sehen. Dachte er. Und dann folgen noch 10 weitere Crash Bandicoot-Spiele. Ja. Erstmal den Controller zur Seite. Daniel Chan, geil. Erstmal den Controller zur Seite legen und dieses, ja, Bild hier verkraften. Was zum Teufel, warum sind denn die jetzt Kinder? Ja, okay, Zeitmaschinen, die sind irgendwie, keine Ahnung, Zeit zurückgefahren, irgendwie sowas, nehme ich an. Hat schon seine Auswirkungen gehabt, aber naja. Macht trotzdem irgendwie keinen Sinn, wie die im nächsten Teil hier so, weiß ich nicht, Crash Team Racing, Crash Bash irgendwie wieder da sind, aber egal. Ja, das war's dann jetzt offiziell mit dem Spiel. Wir haben alles erledigt, wir haben alles aus dem Spiel rausgeholt, was es gibt. Alle Kristalle, alle Edelsteine, alle Relikte. Ich bin zufrieden. Lief besser als der erste und der zweite Teil, wesentlich besser. Und ja, war gut, nach langer Zeit mal wieder zu diesem Spiel zurückzukommen. Ich habe es ja auch schon, weiß ich nicht, 10 Jahre irgendwie so nicht mehr gespielt. Und ja, macht immer noch Spaß, so wie damals. Kann ich nur jedem empfehlen. Ich habe mir ja die PlayStation Network Version hier geholt. Falls ihr irgendwie das Spiel spielen wollt, könnt ihr euch das ja auch natürlich runterladen. War kein Problem. Und ja, weiß nicht, wie viel kostet das? 5 Euro oder so? 5, 6 Euro oder 9 Euro? Weiß ich jetzt nicht. Ja, ist auf jeden Fall lohnenswerter Kauf zu dem Preis. Und ja. Was soll ich noch sagen? Die nächsten Crash Bandicoot Spiele werden natürlich auch folgen. Der nächste, der rausgekommen ist chronologisch, war doch, glaube ich, okay. Die Stimme von Neocortex in dem großen Ukaoka. Das nächste Spiel, was danach rausgekommen ist, ist ja Crash Team Racing gewesen. Worauf ich auch jetzt tierisch Bock habe, aber ob es jetzt so schnell kommen wird, weiß ich nicht. Ich will ehrlich gesagt mal ein paar andere Projekte wieder reinhauen. Wieder zu meinen Wurzeln ein bisschen zurückkehren. In Sachen japanische Spiele und so. Deswegen, ja. Wird das ein bisschen vertagt. Wird vertagt, ja. Aber es kommt irgendwann, keine Sorge. Solange werde ich mir damit nicht Zeit lassen. Wir haben 102%, geil. Bams. Jetzt ist die Aufnahme geglückt, nicht geglückt. Das wäre jetzt geil. Ja. Ich wüsste jetzt nicht, was ich noch so sagen soll. Ich habe, glaube ich, schon vieles vorher gesagt schon. Wir haben 89 Leben, 82 Bumper, Früchte, geil. Und ja.
ich verabschiede mich dann offiziell von diesem Projekt und hoffe, es hat einigen Leuten gefallen. Einige Leute hatten Spaß beim Projekt. Und ich konnte vielleicht irgendwie, weiß nicht, ein paar Rätsel auflösen oder Sachen erzählen, die vielleicht noch nicht jeder wusste über dieses Spiel oder zeigen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns in dem nächsten Crash Bandicoot-Spiel, Crash Team Racing, in relativ naher Zukunft. Also, bis dahin sage ich erstmal Tschüss, bis zum nächsten Projekt.